Liebe Schwestern und Brüder, wir wollen euch auf den kommenden Herbst einstimmen. Der meteorologische Herbstanfang war schon, der Rest wird kommen. Und er wird kommen mit Sturm und Regen einerseits und mit goldener Stille und wunderbaren Farben andererseits. Herbsttag von Rainer Maria Rilke. Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren lass die Winde los. Befiehl den letzten Früchten voll zu sein. Gib ihnen noch zwei südlichere Tage, dränge sie zur Vollendung hin und jage die letzte Süße in den schweren Wein. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben und wird in den Alleen hin und her unruhig wandern, wenn die Blätter treiben. Warum spricht der Herbst so stark zu unserer Seele? Vielleicht, weil er uns so kraftvoll in das Schicksal alles Lebendigen hineinnimmt. Er erzählt von einer Fülle, die auch ein großer Abgesang ist. Wenn die Laubbäume ihre wunderbaren Farbpaletten zeigen, von Braun über Gelb und Gold zu Violett, Rot und Burgund. Im Fallen der Blätter schauen wir das Gesetz des Loslassens, das in allem ist. Und dann, wenn alle Blätter gefallen sind, schlürfen die Kinder in Gummistiefeln hindurch und sie türmen das Laub vor den Füßen auf oder werfen es mit vollen Armen in die Höhe. Der Herbst ist eine Zeit des Wandels und der Reife. Jetzt gilt es, sich seiner Heimat zu vergewissern, denn wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Es gilt, Früchte zu sammeln und einzulagern für härtere, rauere Zeiten. Wir denken an die Apfelernte, an Most und den kommenden Appleboy. Wir denken an die Traubenlese und das emsige Sammeln im Weinberg und den reifenden Wein in den Fässern. Wir denken an die Kastanien und die Männchen, die wir ehedem daraus gebastelt haben, so wie es die Kinder in unseren Kindergärten heute noch tun. Wir denken an morgendliche Spinnennetze im Tau. Wir denken an das in die Pilze gehen, an leuchtende Kürbisse, an Zwetschgenkuchen und Erntefeste. Der Herbst entfaltet Sinn und Fülle und Verbundenheit und lässt es sichtbarer werden, dass von guten Mächten wunderbar geborgen. Im Herbst des Lebens leuchten die Farben anders, inniger und kostbarer. Der Herbst macht deutlich, wovon wir eigentlich leben und was wir nicht herstellen, sondern nur genießen können. Von Liebe, Freundschaft, Geselligkeit, Nähe und auch von Vergebung, Loslassen und Gnade. Die Gnade entfaltet sich im Sich-Lösen. Im Herbst sehen wir, wir unterliegen nicht mehr dem Zwang, der Hersteller und Garant unserer selbst zu sein. Wir merken, wir dürfen weniger tauglich sein, weniger effizient. Wir müssen uns gar nicht so sehr rechtfertigen und dürfen die Dinge so sein lassen, wie sie eben sind und dabei obendrein auch noch feststellen und siehe, sie sind gut. Und auch wenn viel Abschied in den Dingen liegt, es liegt zugleich viel Anbeginn darin und lässt unseren Geist aufleuchten. Und das alles ist ein Vorgeschmack auf das, was da kommen wird.
und die Fülle, zu der wir gehören. Amen, liebe Schwestern und Brüder. Herbst von Rainer Maria Rilke. Die Blätter fallen, fallen wie von weit, als welkten in den Himmeln ferne Gärten. Sie fallen mit verneinender Gebärde. Und in den Nächten fällt die schwere Erde aus allen Sternen in die Einsamkeit. Wir alle fallen, diese Hand da fällt, und sieh dir andere an, es ist in allen. Und doch ist einer, welcher dieses Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält.